Es ist wieder soweit, ein neues Video von Animal Crossing New Horizons. Wir sind wieder im Spiel, es ist ein neuer Tag und vergesst nicht, dieses Video zu liken, bevor wir dieses Video anfangen zu schauen. Habt ihr es getan? Gut. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr am Ende immer noch umentscheiden, ob ihr diesem Video nicht lieber einen Daumen nach unten gibt. Let's go. Mal sehen, was heute für eine Ansage kommt. Der liebe Tom Nook. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Freitag, der 27. März 2020, 11.35 Uhr. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, sorry. Die Neuigkeiten heute. Ja, hat man Worte? Es gibt keine. Nein, nein. Dann gibt es aber zumindest keine schlechten Neuigkeiten. Einen schönen Tag auf Oasis. Oder Oasis, wie auch immer. Das war alles. Mach's gut. Freut mich, freut mich, freut mich. Wir haben hier richtig die Insel. Wow. Einmal, falls ihr nicht up-to-date seid, was passiert ist, dort oben jetzt auf das i klicken, da oben in der Ecke. Da kommt ihr zur Playlist von Animal Crossing. New Horizons natürlich. Wir haben Post, wir hatten irgendwas bestellt. Ich nehme mal kurz hier die Schaufel aus der Hand. Blup. Wir haben Post, ich glaube, wir haben was bestellt. Ich glaube, den neuen Song. Tom Nook Shocking in die Tasche, KK Parade 2, richtig. Tom Nook Shopping mit Jeanskappe in die Dings rein. Wir wollten nämlich, nein, das wollte ich nicht als Stern markieren. Wir wollten nämlich eine neue Kappe ausprobieren, ob die schöner ist, tragen. Okay, sie ist weißer. Sie ist weißer als die, oder? Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall moderner aus. Was sagt ihr? Klick mal, stimmt mal da jetzt in dem i ab. Die Jeanskappe oder die Schirmmütze. Wir halten jetzt erstmal für diese Folge die Jeanskappe. Und wenn wir schon dabei sind, können wir direkt mal Dings an die Wand hängen. Und zwar KK Parade 2 an die Wand. Zack, dann haben wir jetzt so drei schöne Alben davon. Außerdem habe ich einen Tisch bekommen von... Wenn ich überlege, muss ich immer im Kreis... Das ist mein Ladekreis. haben wir einen Tisch bekommen von Sigi? Ich glaube Sigi. Das werfen wir mal mit an die Wand. Über unseren schönen Ofen, genau. Und die Pflanze habe ich auch bekommen von irgendwem. Ich habe mit irgendwem geredet und habe ich diese Pflanze bekommen. Ja, es sieht schon ziemlich cozy hier drin aus, finde ich. Finde ich schön. Außerdem habe ich eine Flaschenpost gefunden am Strand. An den Besitzer einer Gratisflasche. Hab mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelanleitung gefunden. Die musste ich mit wem teilen. Also habe ich sie in eine Flasche gesteckt und rausgeworfen wahrscheinlich. Halt dich ran. Hurtig Manfred. Diesmal wissen wir, wer es ist. Manfred hat uns, ich habe jetzt nicht gelesen, einen Bambushut gegeben, beziehungsweise die Anleitung dafür. Ich habe auch fleißig Holz gesammelt zwischen den Folgen und habe auch schon ein bisschen Holz an Schlepp oder Nepp, eins von beiden, ich glaube Nepp habe ich dir gegeben. Wir haben schon wieder Noobmeilen, schon wieder, für irgendwas haben wir wieder Noobmeilen bekommen hier. Mal sehen. Vermöbelt. Meilen erhalten. Die Grundlage eines schönen Hauses sind Möbel und gibt dich mit, okay, wie viel haben wir geschafft? 15 Möbel. Wir haben 15 Möbel, dadurch, dass wir den Hut aufgehängt haben und die und KK an die Wand gehängt haben. So, haben wir eine neue Bastelanleitung und zwar ist das der Bambushut. Ich finde den gar nicht so schön. Muss ich sagen. Wir haben ja eh einen Hut, wir brauchen keinen neuen Hut. Hier ist einmal zum Ausgraben hoffentlich ein Fossil. Wo ist eigentlich der Geldbaum, den ich angepflanzt habe in der letzten Folge? Wir müssen mal gucken, ob der gewachsen ist. Wäre natürlich schön. Ich glaube, der braucht auch 3 Tage zu wachsen, genauso wie es auch 3 Tage braucht, um... Voll vorbei geworfen. Voll vorbei wieder. Ja, ich bin richtig gut da drin, muss ich echt sagen. Also... Ah, guck mal, der Baum ist... Ja, perfekt, der Baum ist gewachsen. Das heißt, wir haben dann da bald ein... Geldbaum, hoffe ich zumindest. Und wir werden jetzt hier einmal... Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich werde den trotzdem mal hier ein bisschen... Ich will den nicht schütteln, ich will den gießen.
Okay, gut, dann gießen wir ihn nochmal so. Irgendwie so, keine Ahnung. Bringt, glaube ich, nichts. Bringt, glaube ich, nur was von Blumen. Wenn wir gerade bei Blumen sind, können wir die auch mal wieder gießen. Ich glaube, dafür haben wir das letzte Mal und das Mal davor auch Meilen bekommen. Von daher wollen wir das nicht vergessen und machen es direkt am Anfang. Und sie sind geblüht. Gestern waren sie noch, wie heißen die? Nur so, ja, waren nur die Blüten. Und ich habe da, hier seht ihr, es ist ein Baum gewachsen. Da habe ich gestern auch nochmal, apropos, wir sollten uns unbedingt, wenn ich gerade das Geschenk da fliegen sehe, unbedingt eine, wie heißt die nochmal? Eine Schleuder bauen. Und zwar sehr schnell, damit wir es hoffentlich noch kriegen. Ja, bla 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 bla. Nein, nicht weitermachen. Oh, ich drücke da immer drauf. Ich habe keine Ahnung, wie, warum. So, einmal kurz die Schleuder ausrüsten und dann schnell das Paket zu kriegen. Da ist es. Nein, voll vorbei. Nein, als ob jetzt die Bienen kommen. Wespen. Oh, Zeitverschwendung. Okay, Wespenstiche. So, jetzt. Als ob ich den jetzt nicht gekriegt habe. Muss man sich zufällig unter den Schatten? Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ach, komm schon. Ah, geschafft. Perfekt. Wir haben ein Geschenk. Mal sehen, was da drin ist. In dem Geschenk ist ein Frisiertisch. Flechtfrisiertisch? Okay, nehmen wir mal hier den Honeycomb mit. Und lass uns mal kurz mit dem Gießen fortfahren. Ich frage mich, ob man auch ein Achievement dafür kriegt, dass man sich selbst sozusagen heilt. Wenn ja, ich würde es zumindest mal ausprobieren. Ich meine, wir haben die Ressourcen dafür. Okay, die Gießkanne ist kaputt. Das ist nicht schlimm. Wir bauen einfach eine neue. Lass uns mal kurz Medizin craften. So. Da. Die Medizin. Wir brauchen dreimal Unkraut. Das ist kein Problem. Ich habe nämlich, wie gesagt, ein paar Sachen gesammelt und ein paar Sachen in unser Lager getan. Ich habe nämlich jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Und zwar kann man ja einmal so ins Lager. Da könnt ihr sehen, wie viel ich schon habe. Nämlich ziemlich viel. Und das können wir in die Tasche stecken. Genau. Und zwar funktioniert es eigentlich so. Ihr drückt einfach auf euer Haus und dann könnt ihr euer Inventar öffnen. Und je nachdem, was ihr halt dann da reintun wollt, wie jetzt zum Beispiel, nehmen jetzt einfach mal diesen Frisiertisch, den werden wir sowieso nicht benutzen, den tun wir dann ins Lager und dann so tut man Sachen ins Lager. Genau, und das habe ich rausgefunden, gestern Abend noch, nach der letzten Folge. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte einmal Medizin craften, bauen, besser gesagt. So, einmal Medizin machen. Und dann nehmen wir die Medizin. Mal gucken, ob wir dadurch noch Noobmeilen oder so kriegen. Einnehmen. Perfekt, wir sehen wieder süß aus. So, dann würde ich auch sagen, wir tun es direkt wieder zurück, weil was sollen wir mit so viel Scheiß im Inventar? Entschuldigung für den Ausdruck. So. Das Fossil können wir gleich abgeben. Ich glaube, den Schmetterling hatten wir auch noch nicht. Der ist auch neu. So, ablegen. Genau, können wir später wieder ins Lager tun. Müssen wir jetzt nicht machen. Perfekto. Schauen wir mal kurz auf unser Handy. Okay, wir haben keine Benachrichtigung dafür gekriegt, dass der neu ist. Das bedeutet, wir haben den schon mal gefangen. So, haben wir jetzt genug Meilen dafür bekommen? Da. Ballonschütze, okay. Wir haben keine genug Meilen dafür bekommen, dass wir uns geheilt haben. Schade, ich dachte, vielleicht kriegt man da irgendwas. Mal sehen. Wir werden jetzt erstmal das Fossil analysieren lassen. Von unserem lieben Eugen. Eugen, der Pirat. Guten Morgen, Etienne. Vielen Dank für Ihren Besuch. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas stiften. Wir wollen es analysieren. Was darf ich für Sie prüfen? Vor Freude. So, einmal das, bitteschön. Dankeschön.
Dann wollen wir doch mal sehen. Also O. Huhu. Nach einiger Überlegung ist der Fall klar. Dieses Objekt ist ein Plesiosaurus-Schwanz. Ein Plesiosaurus-Schwanz ist als Privateule, würde ich ihn sofort nehmen, aber leider verfügen wir hier bereits über ein Exemplar. Das heißt, wir können das Stück verkaufen. Das ist doch schön. Nein, dankeschön. Also entweder tun wir es in unser Haus oder wir verkaufen es. So, jetzt müssen wir gucken. Da werden wir wieder irgendwelche Meilen bekommen. Ich würde sagen, wir ignorieren die jetzt einfach mal, oder? Sein ist irgendwas mit Meilen plus? Nein, ist es nicht. Fossilien, 5 von 5, alles klar. Alles klaro. Wir haben das also fertig. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal den Schwanz an, den Plesiosaurus-Schwanz. Den wir, glaube ich, letzte Folge schon anscheinend abgegeben haben. So, den Plesiosaurus-Schwanz, den platzieren wir jetzt mal. Jo, der ist viel zu groß für unser Haus. Aber es ist interessant, weil es heißt, wenn du einen hast, einen kompletten hast, könntest du ihn theoretisch... Könntest du es theoretisch ausstellen in deinem Bett zu Hause. Wir tun es erstmal ins Lager, würde ich sagen. Okay, wir müssen es dafür platzieren. Wir tun es erstmal ins Lager. Selbst wenn wir nicht mal ansatzweise das dann zusammenkriegen, den Plesiosaurus, dann können wir immer noch verkaufen. Es ist eine Geldanlage, die wir einfach irgendwo rumliegen haben. Finde ich gar nicht so schlecht. Weil eigentlich hat man früher bei Animal Crossing immer ziemlich viel für, wie heißt es? Ja, für Fossilien gekriegt. Schön, dich zu sehen. Was macht das Inselleben? Ach ja, ich habe gehört, du hilfst uns dabei, Baumaterial für unseren Laden zu sammeln. Ich hoffe, es kostet dich nicht allzu viel Mühe. Immerhin ist es ja zum Wohle aller hier. Genau, wir haben nämlich auch schon genug Holz. Also ich hatte genug Holz gesammelt und das schon gegeben. Jetzt fehlt uns nur noch Eisen. Und zwar 30 Eisen waren es, glaube ich. Und wir haben 11. Von daher müssten wir... Ich sehe gerade, da ist jede Menge zum Ausgraben. Das machen wir sofort. Verdammt. Aber lass uns erstmal noch diesen hier, den Schwabelschwanz, auch noch... Hallo? Bin ich so schlecht da drin? Ach, kann doch nicht sein. Leute! Okay, ich bin so schlecht da drin. Gehen wir einfach zu den Sachen, die ich kann. Und zwar schaufeln. Noch ein Fossil, perfekt. Das können wir auch gleich mal analysieren lassen. Oder auch nicht. So, und das nehmen wir auch noch. Noch ein Fossil, perfekt. Gibt es eigentlich noch diese Ausrufezeichen? Früher konnte man immer Ausrufezeichen noch finden. Kann man mit einer Schaufel eigentlich auch? Oh, Tatsache. Das wollte ich nicht. Alles klar, ich habe das Gefühl, mit einer Schaufel kriegt man viel mehr raus als mit einer Axt aus einem Stein. Was ist das? Gold? Würde mich interessieren. Gucken. Das ist Golderz, Tatsache. Ich wüsste jetzt nicht, wofür. Vielleicht kann man irgendwann goldene Sachen auch kaufen, also bauen. Weil ich früher wusste nur, dass man es freischalten kann. Haben wir den schon, den Falter? Wahrscheinlich haben wir ihn schon. Mal sehen. Zitronenfalter, ja, ich glaube, den hatten wir schon. Ja, Handy hat nichts von sich gegeben. Gut, dann werden wir das mal kurz wegpacken. Wir müssten die... Wir gehen erstmal unser Inventar ein bisschen leeren, indem wir... Haben wir noch Platz? Nein, wir haben keinen Platz mehr. Wir gehen das mal kurz leeren. Das Inventar, indem wir einfach wegschmeißen. Also verkaufen, besser gesagt. Finde ich ja gar nicht so schlecht. So, perfekt. Gehen wir mal zu Nep. Willkommen, Etienne. Was kann ich für dich tun? Ich will verkaufen. Sehr gern. Was hast du uns anzubieten? Ich möchte einmal diesen Zitronenfalter und dann den Kohlweißling. Das und das war's. Also nur Tiere verkaufen. So, ich glaube, das ist nicht wirklich viel. 560 Sternis abgemacht. Perfekto. Dann schauen wir mal hier in diese Kiste, ob irgendwas drin ist. Da ist nichts drin. Dann können wir auch wieder gehen.
Bye, bye. So, wir hätten auch direkt was kaufen können, wenn ich gerade mal da gewesen bin. Aber das ist jetzt irrelevant. Lass uns erstmal die Fossilien. Ja, wie nennt man das? Analysieren lassen. Analysieren. So, einmal Fossilien analysieren. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Das Fern, das hatten wir noch nicht. Das ist neu. Das ist noch nicht in der Sammlung. So, wir stiften es. So. Die Fakten hören wir uns jetzt erstmal nicht an. So, dann werden wir jetzt nochmal das zweite analysieren lassen. Analysieren. So. Ein Querzahlquadlus-Torso. Okay, wir hatten gerade eben auch einen Torso. Ah, das haben wir. Also, wir haben zweimal das gleiche. Interessant, interessant, interessant. Passt schon. Wir haben eigentlich alles. Noch drei weitere Fundstücke, dann haben wir es fertig. Dann können wir. Wofür haben wir jetzt schon wieder ein Achievement bekommen? Leute, wir kriegen ständig irgendwelche Achievements. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich nur am Anfang so. Ah, es ist aber hier oben eins. Das finde ich gut. Ein Loop Plus Achievement. Das sind ja diese kleinen Challenges. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Können wir gleich mal gucken. Ich gebe ja gerne Geld aus. Genau, den... Ich würde den jetzt einfach mal verkaufen. Einfach mal, um zu sehen, wie viel so ein Fossil wert ist. Wir können aber erstmal kurz an den Strand gehen. Vielleicht sammeln wir noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Wie ein paar Muscheln oder so. Okay, hier ist nichts an dem... hier ist noch ein... gucken wir gleich. Der hat jetzt auch ein Haus? Oh. Sigi hat ein Haus? Genial, hat Dings auch ein Haus? Nee. Hier ist unser Haus, dann müsste ihr Haus hier unten sein. Tanja hat auch ein Haus. Tabea. Tabea? Ich dachte, sie heißt Tanja. Keine Ahnung, wie ich auf Tanja kam. Fragt mich nicht. So, Tabea, 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 Tabea. Noch mehr davon. Ich schaue auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Weil ich meine, die haben ein Haus. Okay, wir gehen jetzt erstmal einfach, wir gehen einfach zu Tom Nook. Also beziehungsweise zu Neb, weil Tom Nook macht ja jetzt nichts mehr, der ist jetzt faul geworden. Der macht nur noch das, wo er richtig Kohle kriegt und nicht Kohle ausgeben muss. Hallo Neb, ich würde gerne einen Torso verkaufen. Wir würden gerne was verkaufen. Sehr gern, was hast du zu anzubieten? Wir haben einmal das und das. Dankeschön. Wir hätten das Gold zu Hause eigentlich liegen lassen können. 4740 Sternis. Das nehmen wir doch, das würde ich sagen. Finde ich gut. So, und dann einmal kurz was gucken, ob wir was kaufen können. Oh, warte, lass mal kurz gucken, was wir hier... Ich glaube, das waren Dings Plus. Ja, es war ein Plus. Ein Nukemeilen Plus. Verdiene Sternis durch Verkäufe. Okay, das finde ich gut. Wir haben 8430... Okay, dann können wir uns gleich theoretisch das Upgrade holen. Das Inventar-Upgrade. Gucken wir gleich mal. Ich will was kaufen. Vielleicht kriegen wir einen neuen KK-Song, den wir noch nicht haben. Generator? Camping-Kochkessel. Finde ich jetzt nicht so geil. Mein erstes Bastelbuch. Anleitung, Wackelachs, Anleitung, ne? Schleuder, okay. Kein neuer KK-Song? Ach, das war drüben, ne? Das war am Automaten immer. Ah, okay. Ah, stimmt. Dann holen wir uns jetzt mal unsere Daily Meilen ab. So, es ist der... Vierter Tag in Folge, 150 Bonusmeilen. Nice. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Noob Shopping. Schauen wir mal, ob ein neuer KK Groove. Den haben wir noch nicht, oder? Oh, ich bin mir gerade unsicher. Wir kommen gleich nochmal zurück. Hello. Hello there. Ja, wir brauchen kein Hello-T-Shirt. Eine schwarze Shorts, die ist viel zu knapp. Nee, danke.
Mister und Klima-Außengerät. Wofür braucht man ein Klima-Außengerät? Okay, genug Meilen einlösen. Schauen wir mal, 8500 Meilen. Taschen richtig nutzen. Wäre schon nice. Was ist Werkzeugring? X. Erleichtert die Auswahl von Werkzeug über den Werkzeugring. Das wäre ja sowas von für mich. Lass mal das hier kaufen. Ja, unbedingt möchte ich einen Werkzeugring. Wird gedruckt. Okay, wie funktioniert der jetzt? Ah, so ist das, alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeuge schnell wechselt. Oh, das ist ja genial. Ich kann draußen jetzt drücken, um einen Werkzeugring zu öffnen. Okay, kann ich jetzt hier drin nicht machen, ne? Okay, gut, perfekt. Auf jeden Fall werden wir jetzt trotzdem mal das größere Inventar kaufen, weil kleines Inventar ist echt nervig. Echt nervig. Taschen richtig nutzen. Ja, einlösen, bitte. Ich bitte drum. Taschen richtig nutzen wird gedruckt. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Perfekt. 2780 Meilen. Wieso haben wir so viele Meilen auf einmal? Wo kommen die her? Ach, so ist das. Alles klar. So, jetzt sag mir mal, wie es ist, bitte. Ich habe ein paar Tricks zur Taschenorganisation gelernt. Jetzt bekomme ich mehr in meine Taschen. Gucken wir mal. Gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Slots. Das ist natürlich genial. Wir haben ja noch 2700, da gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal, was wir so kaufen können. 2087, vielleicht eine geilere Frisur. Handy-Design, finde ich jetzt relativ unnötig. Ich finde es gar nicht so schlecht, das, was wir haben. Frisuren und natürlich Merch. Merch. Kein Mensch braucht Merch, Leute. Die 8 schicksten Haarfarben. Haarfarben? Nee, ich glaube nicht, dass ich eine Haarfarbe brauche. Die 8 coolsten Frisuren. Ich glaube, wir lassen es erstmal. Vielleicht kommt noch irgendwas Schönes dazu. Dankeschön. So, dann gehen wir mal raus und gucken uns mal unser Dingsrad an. Unser wunderschönes Rad. Rad der Bestimmung. Oh, ist das genial. Das ist ja mega nice. Ich tue mal hier unsere ganzen Sachen, die wir brauchen, an die Seite. Weil ich finde, das ist eine gute Ordnung, wenn man die an der Seite hat. So. Perfekt. Wir wollten ins Haus reingucken. Zuerst zu Siggi. Der hat eine komische Türklingel, muss ich echt sagen. Eine sehr komische Türklingel. Hey Siggi. Hallo, fühl dich bei mir ganz wie zu Hause, Schlurf. Der hat einen geilen Boden und geile Wände. Das sind so Standardwände und Standardboden. Ich find's nice. Erzähl mir was. Ich habe jetzt endlich was, was nicht mal ich hochheben kann. Ein Haus. Mit massiven Wänden. Jetzt kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung einstürzt. Interessant. Der hat eine nice Werkbank. Das finde ich nice. Die Werkbank finde ich nice. Die würde ich auch gerne haben. Die sieht schöner aus als dieser hässliche Baumstamm, der da rumsteht. Also lass uns mal nochmal zu Tabea gehen. Nicht Tanja, Tabea. Stimmt, hier war Gold. Dings drin, ne? Jetzt mache ich es immer noch so. Ja, ich habe so ein Dingrad. Das sind 1000 Sternis, ne? Ich werde den jetzt mal nicht wieder eingraben. Weil. Unnötig. Kann man nicht auch einfach nichts ausrüsten? Lass mal den Sprungstab ausrüsten. Ich finde ihn süß. So. Tabea, die hat auch so ein nices Teil. Kann man nicht wissen, wie das heißt, bitte?
Würdest du mich auch sagen, dass deine Bude der absolut perfekte... Hab mir beim Einrichten ein halbes Bein ausgerissen und wem's nicht gefällt, der kann gern wieder gehen. Ich finde das genial. Ich auch so ein Ding. Ist was? Dann schieß los, Bärbär. Ich wollte mit dir reden. Wollten wir das? Oh hey, wichtige Neuigkeiten. Das Zeitleben ist für mich Geschichte. Ich habe jetzt ein Haus, Bärbär. Ach, Zelt, sorry. Ich meine, Zelte sind schon cool und so, aber ich kann in einem Haus mehr Zeugs unterbringen. Außerdem habe ich endlich das Gefühl, wirklich hier zu wohnen, anstatt nur zu hausen. Hat so einen hässlichen Schlafsack da. Ich weiß schon, warum ich keinen Schlafsack genommen habe. Können wir uns entscheiden? Ja. Ist schon 4 Tage her, dass ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. So. Es ist schön hier. Schön hier, schön hier, schön hier. Wir wollten... Ich glaube... Die Schaufel. Ich nehme mal die Schaufel. Und wir gehen mal zum nächsten Stein. Ich glaube, den da. Den hatten wir noch nicht. Ich gehe mal auch auf diese von oben Ansicht. Ah, der Geldstein. Jeden Tag gibt es einen Geldstein, der... Okay. Jeden Tag gibt es einen Geldstein. Oh, 2000 Sternis. Oh mein Gott. Das war echt der reinste Zufall jetzt. Okay, lass uns mal kurz den anderen Stein finden. Wir haben jetzt den einen Stein, den anderen Stein auch. Es gibt noch mehr Steine. Es gibt, glaube ich, 4 oder so insgesamt. Auf meiner Insel. Lass mal das hier mitnehmen. Noch ein Fossil. Perfekto. Das bringe ich später zu. Muss ja nicht jetzt sein, ne? So. Ah, so geht das. Good to know. Okay, also wir können es auch aus, ab, nicht mehr aufrüsten, indem wir einfach so machen. Nice. Gut zu wissen. So, hier war irgendwo auch noch ein Stein. Bin mir gerade unsicher, wo. Das ist wahrscheinlich ein Vieh. Nein, das ist nicht. Okay. Wir haben jetzt genug Platz im Inventar. Wir können jetzt alles mitnehmen. Auf diesem Strand werden immer viel mehr Sachen angespült, habe ich das Gefühl. So. Das ist wahrscheinlich ein Tier. Nein, auch nicht. Okay. Hätte sein können. Da würde ich gerne ran, aber ich glaube, man muss dafür eine Leiter kriegen. Irgendwie. Ist das eine Wespe? Komm schon. Ah, okay. Eine Honigbiene. Ah, also wieder was fürs Museum. Beziehungsweise Museumszelt noch. So, schauen wir mal nach einem Stein. Müsste irgendwo ein Stein sein. Das hat sich gereimt. Hier ist kein Stein auf diesem Abschnitt. So geht das auch. Das ist ja jetzt übernice. Also ich kann auch jederzeit einfach unten drücken, nach unten drücken und dann wird's... Ah, das finde ich gut. Okay, dann holen wir nochmal die Schaufel raus. Ich muss es jetzt angewöhnen, mit dem Rad das zu machen. Stein, Stein, Eisen. 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 Stein. Okay, das war's. So, damit haben wir ein bisschen mehr Eisen, aber es reicht halt noch nicht. Es reicht halt lange noch nicht. Wir haben jetzt 16 Eisen. Wir brauchen 30, damit wir den Noob-Shop machen können. Ist hier noch ein Stein? Ich sehe jetzt gerade keinen. Gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, dieser Stab geht nirgendwann kaputt, weil wenn er irgendwann kaputt geht und wir sind auf der anderen Seite, dann ist es ein bisschen doof. Ja, okay, hier ist, glaube ich, kein Stein. Nee. Das war's? Ich meine, da wäre noch ein Stein gewesen und nicht nur diese 3 Stück, die wir jetzt hatten. Ich meine, da müsste noch irgendwo ein Stein sein. Das Vieh habe ich jetzt schon 2-mal gesehen. Und es irgendwie nie geschafft, das zu fangen. Ah. Ein Sandlaufkäfer. Okay, perfekt. Also wir haben jetzt wieder 2 Sachen. 2 Sachen plus ein Fossil. Das heißt, wir könnten theoretisch die 3 Sachen haben.
die wir noch brauchen, damit das Museum bauen kann, also das richtige Museum bauen kann. Das finde ich genial. Dann lass uns mal reingehen und mit ihm reden. In der Hoffnung, dass wir noch nicht, dass er das noch nicht hat, also dass wir das noch nicht haben. Ich meine nämlich, der hat gerade die Belichtung, mein Schädel ausgekriegt. Lassen Sie es mich wissen. Ich will etwas analysieren erstmal. Erstmal die Fossilien analysieren. So. Ich hoffe, es ist etwas, was wir noch nicht haben, weil dann hätten wir die Möglichkeit. Heizzahnspirale. Okay, hatten wir noch nicht. Das ist gut. Das finde ich gut. So, wir werden das auf jeden Fall stiften. Ich möchte nichts drüber wissen. Das fand er jetzt schade? Okay. Ja, ich habe noch was zu spenden. Und zwar haben wir noch das. Die Honigbiene. Mal gucken, wer die findet. Oh nein, eine Honigbiene. Blablabla. Lieber nicht. So. Wir haben noch eine Spende, und zwar das letzte. Dieses hier. Und dann haben wir die drei Sachen, die uns noch fehlten. Damit er sein Museum bauen kann. Und soweit ich das verstanden habe, ist das riesig. So, oh du liebe Güte, ich muss ja alles für die große Eröffnung vorbereiten. Es gibt so viel zu tun. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Etienne. Perfekt, damit haben wir das geschafft. Damit können wir, ja, damit haben wir damit kommt in der nächsten Folge dann das schöne Museum dahin. So. Jede Menge Zeugs im Inventar, das wir verkaufen könnten, theoretisch. Das noch und die andere. Was ist das? In den Geldbeutel. Okay, gut. Geldbeutel in den Geldbeutel. Gut zu wissen. Wir haben jetzt 15.400 Sternis. Und ich habe auch noch ein bisschen auf dem Konto. Ich habe immer das, was wir zu viel hatten. Also ich habe immer 5.000 mitgehabt und dann habe ich den Rest immer aufs Konto getan. Mal gucken, wie viel jetzt theoretisch drauf wäre. Wir haben 18.645. Die Kredithöhe ist 98.000 Sternis. Das dauert noch ein bisschen, würde ich sagen. Wir machen mal die 10.400, tun wir mal da aufs Konto. Ja. Ich habe gerade die 10.400 gesehen und dachte mir so, wow, ist das viel. 29.000 haben wir damit. Das ist schon mal relativ gut. So. Und dann würde ich damit sagen, das sieht halt schon süß aus, wenn man es so hat. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge Animal Crossing New Horizons. Vergiss diesem Video natürlich kein Like zu hinterlassen und vergiss es nicht, kein Like zu hinterlassen, ich meine natürlich ein Like zu hinterlassen. Und würde mich über einen Kommentar von euch freuen und natürlich ein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.